Moin Moin und herzlich willkommen aus Stream Up. Es ist der Wahnsinn. Es ist soweit, die ersten Streams sind gelaufen im Streaming Room. Stream Up ist fertig. Wir haben die 2000 Abonnenten geknackt und wir haben den Streaming Room sozusagen mit dem ersten Stream eingeweiht. Es ist ein unfassbarer Meilenstein. Es ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Projekte auf diesem Kanal jemals, denn das ist die Zukunft für Streams bei mir, bei Kevin Zock und ja, das Ganze natürlich auch nur dank euch, dank eurem Support. Da sind auch wieder viele Mitglieder dazu gekommen, die das Ganze natürlich mitfinanzieren, Werbeeinnahmen und. Ihr seid damit ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ohne das wäre das alles nicht möglich gewesen hier. Und ich werde euch auch gleich einmal so ganz grob zeigen hier, wie das alles jetzt so aussieht. Eine richtige Roomtour wird es dann später nochmal geben, wo ich wirklich auf jedes Detail nochmal eingehen werde. Was haben wir jetzt hier? Warum ist das so gekommen? Gleich seht ihr ja nochmal, nun ganz kurz, kleiner Überblick, wie das hier alles so aussieht. Ich werde ganz kurz das anreißen, aber wie gesagt, richtige Roomtour folgt noch. Dafür fehlen auch noch so ein, zwei Kleinigkeiten, die erst noch gemacht werden müssen, bis es dann richtig 100% fertig ist. Es ist jetzt, sagen wir mal, zu 95% fertig. Das reicht aber, damit wir hier drin streamen können. Denn die Stream-Sachen sind alle fertig. Es geht dann nur so um die optischen Sachen drumherum. Für mich sozusagen, die nur ich sehe. Kurzer Einschub hier mit einer kleinen Übersicht. Es wird auch nochmal eine richtige Roomtour geben hier. Also der Stream-Hintergrund. Nur es ist halt noch nicht hundertprozentig fertig. Also hier der Hintergrund schon. Da kommen noch andere Deko-Elemente vielleicht in den Schrank. Ja. Das ist das, was ihr natürlich im Hintergrund seht. Hier mit einer Yucca-Palme und so einem, keine Ahnung, Berg. Palmenkram oder sowas. Dann kommen wir zum Setup, das Hauptelement natürlich. Hier mein Arbeitsplatz. Und dann geht es natürlich weiter. Hier hinten diese Schränke, die wir bei IKEA gekauft haben. Ihr habt es gesehen im Video. Da hinten auch noch. Und das sind eben die Sachen, die ihr ja im Stream quasi nicht seht, die jetzt auch noch nicht hundertprozentig fertig sind. Da soll auf jeden Fall noch Deko drauf. Vielleicht kommen hier hinten auch noch Lampen hin, die das Ganze noch ein bisschen besser beleuchten. Und ihr seht da noch eine Kabeltrommel, da ist das LAN-Kabel drauf aufgewickelt. Ich habe zum Beispiel ein, ich glaube, 25 Meter LAN-Kabel oder 50 Meter sogar, keine Ahnung. Da kann man das halt überall hin verlegen, wo man es möchte, wo man es vielleicht mal braucht oder so. Auch im Garten oder so. ja, und dann halt da auch nochmal die Schränke. Und das Ganze soll halt in diesen einen Schrank hier vorne rein, weil dahinter auch eine Steckdose ist. Dann verschwindet das also alles noch. Und ja, genau, das sind halt so ein paar Dinge hier hinten an der Wand, die eben noch gemacht werden müssen. Aber dann gibt es die Roomtour und wie gesagt, alles andere ist ja soweit auch fertig. Ich wollte das heutige Video aber eigentlich nur nutzen, um einfach mal Danke zu sagen, um einfach mal so ein bisschen zu labern mit euch und so ein bisschen auch Ausblicke zu geben, was wird jetzt in Zukunft kommen. Es ist also ein Mischmasch-Video, von denen es vielleicht in Zukunft auch ein bisschen mehr geben wird. Einfach aus dem Grund, ja, wir haben jetzt die Möglichkeit hier, ich habe jetzt einen schönen Ort hier, wo ich sitzen kann, wo ich einfach mit euch ein bisschen quatschen kann. Ihr könnt natürlich auch Sachen in die Kommentare schreiben, auf die ich dann vielleicht in den Videos eingehen kann. Wir hatten das mit dem Thementon schon, wo wir wirklich explizit in Eurotruck Simulator dann ein Thema für eine Folge rausgesucht haben, wo ich dann darüber gesprochen habe. Und sowas möchte ich vielleicht auch hier umsetzen, dass wir irgendwelche Themen uns raussuchen, worüber wir dann immer reden können. Muss nicht immer was mit Gaming zu tun haben. Aber wenn ihr Ideen habt oder so, dann schreibt mir die gerne auch in die Kommentare. Ja, also, was erwartet euch in Zukunft? Ich hatte es ja jetzt gerade schon ein bisschen angerissen. Natürlich geht es mit Gaming-Livestreams weiter, Gaming-Videos. Da wird es auch explizit nochmal ein Video zu Aufbausimulationsspielen geben, denn da wird sich ein bisschen was ändern in dem Bereich. Die anderen werden so grob bleiben, aber das kommt alles auf jeden Fall, Videos, ich kann sie ja jetzt hier machen, es ist geil hier zu sitzen, Leute, es ist so schön, nein, aber sowas wird natürlich weiter kommen, in dem Maße wahrscheinlich auch wie es jetzt ist und zusätzlich soll es halt diese Real-Life-Talks geben, irgendwie Infovideos des Öfteren mal, weil es ist jetzt einfach viel einfacher, sowas auch zwischendurch einfach mal aufzunehmen, dass ihr mehr mitgenommen werdet in die Zukunft, was steht so an und so weiter. Das soll auf jeden Fall kommen, wie gesagt, dann so Themenvideos, wo wir über irgendwas quatschen, über aktuelle Dinge, die so gerade passieren und so weiter. Dann, gut, das ist jetzt im Moment noch nicht geplant, was natürlich möglich wäre. Ich setze mich hier hin und habe dann hier einen wunderbaren Gast an meiner Seite, den Herrn Professor irgendwas, und wir reden über irgendwas.
gut, momentan wahrscheinlich eher noch nicht, aber sowas könnte man zum Beispiel auch mal machen. Vielleicht können wir ja den Tomke mal einladen oder so. Der kann mich dann über Elektroautos aufklären, über LKWs oder so. Und dann klatscht der mich hier vom Sofa runter, keine Ahnung. Sowas können wir zum Beispiel mal machen. Dann folgt jetzt, weiß ich nicht, ob das Video vor oder nach dem Q&A kommt. Sowas kann man viel machen. Also es, ihr seht schon, es ist eine Vielzahl an Möglichkeiten, die wir jetzt hier haben, die wir machen können. Und ihr könnt ja auch mal schreiben, auf was habt ihr denn Bock? Weil ich möchte auf jeden Fall ein bisschen mehr auch in diese Richtung gehen. Gaming ist cool, kommt natürlich auch bei euch an. Es ist ein Gaming-Kanal, aber ich möchte halt, wie gesagt, auch ein bisschen anderen Content bringen. Das ist mir ganz wichtig und so wie ich das gesehen habe, wäre so der Vlog zu Ikea, zu streamen ab die Videos und so. Die sind ja gut angekommen bei euch und deswegen würde ich sagen, kann man sowas ruhig auch mal mit einbringen und dadurch kommen ja für euch einfach nur noch ein bisschen mehr Videos. Ja, also das dann zu diesem Real Talk, so nenne ich es jetzt einfach mal, Bereich, zu dem ja mehr kommen soll. Gaming, wie gesagt, da bleibt halbwegs gleich zum Beispiel den Aufbauspielen, da kommen wir dann nochmal in einem extra Video, was sich da verändern wird, denn da gibt es Veränderungen. Da werde ich aber dann in einem extra Video nochmal drin drauf eingehen, warum das so ist, warum ich mich so entschieden habe und so weiter. Aber fest steht natürlich, ETS bleibt bestehen. Arc zum Beispiel soll auch jetzt wirklich regelmäßig immer weiterkommen, einmal pro Woche mindestens. Aber ETS ist natürlich ein großer Bereich. 2-3 Livestreams sollen auch weiter Videos dazu folgen. Ja, aber Ziel ist es eigentlich in der Woche 5-6 Livestreams zu machen, dass ich mir 1 oder 2 Tage rausnehmen kann in der Woche, wo ich mich dann um Videos kümmere oder wo ich auch einfach mal abschalten kann, wo ich mal was anderes machen kann, außer streamen. Deswegen 5-6 Streams, im Moment sind es noch 7, wir streamen jeden Tag, das ist einfach krass viel. Und ich möchte eher den Fokus so ein bisschen darauf legen, dass wir nochmal ein bisschen wieder zurück zu den Anfängen sozusagen kommen und ein bisschen mehr Videos bringen können, jetzt nicht täglich, aber dass wöchentlich zumindest so 2-3 Videos vielleicht mal kommen. Ob es jetzt Real Talk ist oder ob es jetzt Gaming ist, das ist mir eigentlich relativ egal, aber ich möchte so ein paar Videos einfach auch raushauen, die halt, ja, zusätzlich zu den Livestreams nochmal kommen. Da muss ich nochmal so ein bisschen gucken, was machen wir da eventuell. Genau. Aber wie gesagt, ansonsten Livestreams werden natürlich bleiben. ETS, Art ist geplant. Und dann halt immer nochmal so was dazwischen. Was wir auch gerne machen wollen, ist LS nochmal neu starten. Da müssen wir allerdings erstmal gucken, wie wir das umsetzen können. Sowas soll dann kommen und dann, ihr merkt, dass der Kanal ist dann einfach schon wieder voll. Da gibt es gar nicht so großartig irgendwelche Möglichkeiten. Ja, und abschließend können wir dann noch sagen, soll es natürlich auch Vlogs geben. Wir hatten jetzt in einem Vlog, wollen wir darüber reden? Ich glaube eher nicht, der war jetzt nicht ganz so toll. Würde ich jetzt mal behaupten, gerade auch was Sound angeht, das Format fand ich ganz wichtig. Das hätte man am Handy noch ändern können, das ist mir aber später erst bei Shotcut dann aufgefallen beim Schneiden, dass das nicht optimal war. Aber tontechnisch entweder Mikro oder mein Wunsch eigentlich eine richtige Vlog-Kamera, mit der ich Vlogs aufnehmen kann. Das ist auch unser neues Spendenziel, eine Vlog-Kamera, das war vorher Stream Up mit 500 Euro. Ja, auch fettes Dank, diese 500 Euro wurden mit Ende eigentlich, mit Einweihung von Stream Up tatsächlich geknackt. Durch fette Spenden von Toxic Senf, also vielen Dank dafür. Einfach unfassbar, was du da rausgehauen hast. Ja, wo das auch nochmal dann insgesamt natürlich gefüllt wurde. Wir waren immer so bei 50% und dann ging das nochmal ordentlich hoch durch diverse Spenden. Und jetzt das neue Spendenziel, eben eine Vlog-Kamera, die ich jetzt erstmal auf 250 Euro angesetzt habe, die wir da sammeln können. Wenn sie billiger ist, nutzen wir das für neue Spiele. Ist sie teuer, muss ich halt was dazu geben oder so. Aber ihr merkt schon, allein durch eure finanziellen Mittel, die ihr mir hier eigentlich zur Verfügung steht, durch Spenden, durch das Schauen von Werbung und so, ist das alles möglich geworden. Denn ihr merkt, 500 Euro ist schon eine Menge Geld, also wirklich viel, viel Geld. Und das weiß ich auch zu schätzen, das ist krass. Das ist einfach krass. Und deswegen ein fettes Dank dafür natürlich nochmal an euch. Ich denke, damit habt ihr erstmal so einen kleinen Einblick bekommen, das erste Mal hier auch so ein Video gemacht. Wie gesagt, es werden welche Folgen. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr dort auch einschaltet. Gerne jetzt unten auch in die Kommentare schreiben, was würdet ihr euch vielleicht wünschen, habt ihr Ideen? Stellt Fragen, vielleicht auch für Q&As und so, die ich dann mit einbinden kann oder generell in so Videos mit einbinden kann. Wäre eine coole Sache, wenn wir da
zusammen diese Videos gestalten können und ich mich nicht hier hinsetze und denke, was erzähle ich denn heute mal? Sondern eure Meinung, eure Interessen möchte ich gerne mit einbauen in diese Videos. Und ich glaube, da finden wir einen richtig guten Weg, dass das richtig geil wird. Also gerne Like da lassen, um zu zeigen, ihr habt Bock auf solche Real-Life-Videos. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem Livestream, in einem Video von hier oder einem Video aus einem Spiel wieder. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, euer Kevin Sorg. Bye, bye.